Willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play, das ich auch schon lange versprochen habe. Und zwar von Let's Play Resident Evil 4. Ja, Leute, da ich schon euch schon gesagt habe, dass ich jetzt nach Resident Evil 3 Nemesis auch Resident Evil 4 Let's Playen werde. Hier kommt es schon. Stereo, ja, muss bleiben, okay. Wer mein Let's Play von Resident Evil 3 verpasst hat, der soll bitte auf diese Infocard hier bitte schön klicken. Also wenn du Anmerkungen ausgeschaltet hast, dann bitte ich dich das anzumachen. Ja, was kann ich über Resident Evil 4 sagen? Also das ist bei den Fans sehr bekannt. Also ich habe da nicht so viel zu sagen. Das ist einer der beliebtesten Teile von der ganzen Reihe. Ist auch mein Lieblingsteil. Ich werde das auf leicht spielen, weil ich möchte das mit der Story verbessern und hier nicht quasi wie ein Durchrushen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt mit leicht anfangen. Und ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Intro-Sequenz. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an, oder? Ich bin schon richtig gespannt. Resident Evil 4. In der Tat. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City. It hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel. Why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Freezing. So cold all of us are in. Must be my imagination. Sorry it took so long.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Hell yeah, meine Freunde. Jetzt geht es richtig los. Ich meine, schaut euch das nur an. Ich spiele das übrigens auf GameCube. Ich habe das übrigens vergessen zu erwähnen. Aber das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ich meine, wir haben eine Shotgun. Oh Mann, die sieht sexy aus. Und wir haben auch unsere 9mm gute Stars-Pistole. Wir haben auch ein bisschen Muni und Halsspray. Also auf jeden Fall sind wir bestens ausgerüstet. Da haben wir auch unsere zwei Polizeikollegen, wenn man das so sagen darf. Forget your makeup or something? Die haben überhaupt keinen Respekt vor Leon, ne? Das ist motherfucking Leon, bitches. What's the matter? Did you lose your nerve? Nee, warum muss ich nervös bleiben? So, dann beginnen wir unser Abenteuer. Wir befinden uns jetzt übrigens in Spanien. Und wie Leon schon uns verraten hat, wir müssen nach der vermissten Tochter des Präsidenten suchen, die entführt wurde. Und wir befinden uns jetzt in Spanien. Und wir müssen nachher dann quasi suchen. Weil wir sind jetzt nicht mehr bei Stars. Stars gibt es jetzt nicht, seit der Zerstörung von Raccoon City. Wir sind jetzt ein Spezialagent in der US-Regierung. Tja, ich würde mal sagen, da hat Leon eine richtig gute Arbeitsstelle dann gefunden. Schauen wir mal rein, was hier alles gibt. Okay, ich höre deinen. Prüfen. Im Regal sind einige kleine Objekte. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Das war nicht nett. Freeze! I said freeze! Leon, das ist ihm scheißegal. Okay, dann machen wir es auf unserer Tour. Hoppla, was ist jetzt los? Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Oh, okay. Die haben jetzt... ist kein Zombie. Ja, sieht man. Im Feuer brennt etwas. Ja, da sehe ich schon ein paar Skelettüberreste. Auf jeden Fall haben sie jetzt die Polizisten ausgeschaltet. Und das ist nicht gut. Mein Tisch klebt irgendwas Vergammeltes. Was soll ich wissen? Ja, wahrscheinlich er hat da irgend so eine Scheiße gegessen. Was gibt's hier? Oh. Anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Alter. Sind die Kannibalen oder was? Oh, da haben wir Pistolenmunition.
Nice. Leon-Style. Versucht die mal zu messern. Ah, Kacke. Ich muss mich an das Messern richtig oft gewöhnen. Das spart nämlich Munition. Und zwar eine Menge. Na Jungs, seid ihr noch am Leben? Wohl nicht. Wo sind die Polizisten? Ich hoffe, sie sind entkommen. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, denen ist nichts so Schlimmeres passiert. Auf dem Wegweiser steht Pueblo. Pueblo ist Spanisch für Dorf. Soweit ich weiß. Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir ordentlich was. Da haben wir auch unser berühmtes grünes Kraut, die wir jetzt auch verwenden werden. Ich möchte gerne mit voller Gesundheit bleiben. Speichern will ich nicht. Wir gehen weiter. Da haben wir zwei Raben. Raben haben manchmal auch ein paar Gegenstände bei sich. Okay, da ist eine Geld und eine Handgranate. Wie zum Teufel hat das übrigens auch geschafft? Hat er sie irgendwie verschluckt oder so? Oh. Hey, Freundchen. Lass mich dir mal helfen. Diese Bänder haben hier Bärenfallen aufgestellt. Lauf, Freund. Lauf. Gut, wir haben jetzt dem Hund geholfen. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Raut. Oh oh, Sprengstoff. Und wieder eine Bärenfalle. Komm. Weißt du was du da gerade gelabert hast? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Komm. Ja, denkst du, du kannst mich mit deiner Mistgabel hier verletzen? Da haben wir wieder eine Hütte. Ist jemand drin? Nope. Das Kraut, das ist gut. Geld. Oh. Da hat wohl eine Frau richtig schlimm erwischt. Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Alter, eine Mistgabel direkt in your face. Tja. Frauenfreundlich sind die wohl also nicht. Ja, komm her, komm her. Hat Kennedy bei Pro Wrestlern alles das gelernt? Ja, ich glaube, die werden jetzt ihre Freunde warnen. Sollen die noch machen? Ich habe eine Shotgun. Bitches. Was zum... Ach, du bist noch hier. Dich habe ich auch schon vergessen. Und nein, meine Freunde, das ist nicht das erste Mal, dass ich Resident Evil 4 spiele. Ich habe das Spiel schon über 20 Mal durch. Aber ich brauche das, aber ihr braucht das nicht zu wissen. Gehen wir mal rein. Na, Hannigan. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Ja, Hannigan. Es ist nett von dir, aber ich brauche keine Spielanleitung. Ich kenne das alles. Gucken. Oh. Haben die dann gerade eine Party veranstaltet? Oder bereiten die sich immer noch drauf vor?
das ist nicht gut. Da ist einer der Polizisten. Aber wie zum Teufel haben die ihn da richtig schnell dahin geschafft? Also irgendwie müssen wir an denen jetzt vorbei. So oder so. Aber die werden uns 100 pro merken. Ich gehe mal hier. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Shit! Die haben mich entdeckt. Jetzt ist halt... Ja. Du mich auch. Na toll. Und ich wollte schon sagen, ich wollte hier einfach in Ruhe alles machen. Hier Munition, immer her damit. Ja, macht Sinn. Ich bin aus dem Fenster rausgesprungen und das Vibe hat nichts abgekriegt. Spiellogik. Mhm. Landgranate? Hm, die ist gut. Ich kann nicht gebrauchen. Hühner, aus dem Weg. Die Hühner sind übrigens auch nützlich. Ab und zu lassen sie auch hier ihre Hühnereier fallen. Das ist auch, die sind auch nicht essbar. Die sind nützlich. Ja, das freue ich mich auch. Die haben uns hier belagert oder was? Ach du Scheiße. Ein Grund mehr für mich, nicht nach Spanien zu gehen. Hier sollte eigentlich die Shotgun liegen. Wenn ich, hätte ich das auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, hätte, wäre da die Shotgun gewesen. Das hätte ich hier lange keine Menge drin geschlafen. Ja, so wie das Bett da aussieht, kann ich mir schon vorstellen. Und ich höre die Kettensäge. Oh, die Kettensäge ist richtig, richtig böse in diesem Spiel. One hit und du bist down. Auf jeden Fall will ich versuchen, diesen Typen mit der Kettensäge namens Dr. Salvador mit dem Messer zu killen, falls es möglich ist. Vertraut mir, Leute, ich bin schon viele Male gescheitert, ihn zu messern. Nur zu messern, ohne dabei irgendwelche Kugeln zu verwenden. Es ist eigentlich nicht schwer, aber man braucht richtig gute Nerven. Weil jedes Mal, wenn er dich anschreit und dich mit seiner Kettensäge angreift, da musst du richtig gute Nerven haben, um ihn auszuweichen. Ansonsten hast du, ja, verloren. Oh, ich habe hier so viele Handgranaten. Die müssen wir ein bisschen hier unten schaffen. So. Damit ich hier keine Munition verschwenden kann. Also, geht doch. Oh, da kommen noch mehr von denen. Ist der Kettensägemann tot? Nope, der ist nicht tot. Zu früh gefreut. Ja, brumm, brumm, brumm. Wie bei den Simpsons. Geht zurück, ich habe eine Kettensäge. Brumm, 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 brumm. Seht ihr noch? Ach du Penner! Alter. Ist nicht fair. Seht ihr? Wenn er anfängt zu schreien, dann hat man richtig, richtig so einen Schiss Angst, dass man das jetzt nicht ausweichen kann. Adrenalin steigt in deinem Körper und du hast jetzt in jedem Moment Schiss, dass er dich erwischen kann. Kinders, ihr sollt nicht mit der Kettensäge spielen oder beziehungsweise mit Mistkabeln und Säbeln. Hat euer Mama das jetzt mal nicht beigebracht?
Digga, ich habe eine Bandgranate geworfen, der lebt noch. Junge, das ist ein richtiger Juggernaut hier. Jungs, nein, lass mich in Ruhe. Muss man ganz schön durchladen. Ich weiß nicht wohin. Ich versuche mal in das Rechte auszugehen. Ganz schnell verbarrikadieren. Die werden richtig lange brauchen, um die Tür hier zu zerstören. Währenddessen kann ich mich hier im Tischstoff mit deiner Flüssigkeit. Ist echt unangenehm. Ja, Leon, daran sollst du lieber nicht probieren. Wer weiß, ob das Ding hier jetzt vergiftet ist. Da hat jemand Kohle hinterlassen. Da steht ein schmutziges Bett. Das scheint Blutfleck zu sein. Ja, anscheinend wurde da irgendjemand von deren umgebracht. Ich bin mir sicher, die haben ihre eigene Leute umgebracht, die sich ihrem Scheiß oder was weiß ich, was die sich da genommen haben, nicht anschließen wollte. Ja, kommt schon. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Obwohl, ich könnte... Moment. Jawohl, so geht das. Nice, Triple Headshot. Oh, schon vorbei. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Oh, das war der Prolog, meine Freunde. Resident Evil 4. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was mit den Leuten hier passiert ist. Irgendetwas scheint sie zu kontrollieren, weil die verhalten sich ähnlich wie Zombies, nur die werden von irgendetwas anderem kontrolliert. Weil ich meine, die haben da Lord Sattler gesagt. Wer auch immer das sein soll. Aber wahrscheinlich ihr Boss oder sonst noch jemand. Ja, Mu. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Ruhe von der ganzen Desaster hier, was wir hier angerichtet haben. Vor allem habe ich auch bemerkt, dass davor, also wo wir angefangen haben, die Leute nicht zu diesen Blubber-Dings da geworden sind, sondern die sind einfach da liegen geblieben. Ich gehe davon aus, dass das die normalen Menschen waren, nicht wie diese hier. Ich frage mich aber, warum die hier zur Flüssigkeit geworden sind. Aber das werden wir auch erfahren. Hoffe ich mal. So, gehen wir mal den Turm hier. Schönen Ausblick auf das Dorf und Gewehrmunition und runter und wir brechen uns alle Beinknochen jetzt. Da ist auch was im Haus, aber kann ich hier rein? Verschlossen, lässt sich nicht öffnen. Ja, ich sehe schon. Gibt's nichts? Pistolenmunition, ja, alles gut. Boah, diese ruhige Atmosphäre, ey. Macht schon richtig gruselig. Auf dem Schild steht Bauernhof.
Ist hier jemand? Nein. Pistolenmunition, ja. Und wir haben hier einen Notiz. Aufruf zur Wachsamkeit. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschungen anzustellen. Was Sie jetzt nicht wissen, bauen auf. Ihr könnt es euch ja alles in Ruhe durchlesen. Wenn ihr wollt. Okay. Anscheinend weiß der Bürgermeister Vitoris Mendes von unserer... von unserem Erscheinen. Wie auch immer er das erfahren hat. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir jetzt hier nicht unvorbereitet sein werden. Okay, wir sind jetzt auf dem Bauernhof. Okay Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem ersten Part von Let's Play Resident Evil 4. Ich will jetzt das speichern. Perfekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part und bis zum nächsten Mal. Thank you.